Ich hab mir gestern die Zahlen angeguckt. Und? Ja, aber kannst du vergessen alles? Mach mal wie so ein Scheiß jetzt. Rück die Kohle raus jetzt, wir brauchen neue Spieler. Irgendeinen Nutzen musst du doch haben hier. Da hast du auch wieder recht. Ja. Mein Name ist Oliver Kahn. Und ich war mal Torwart. Und zwar 14 Jahre lang. Jetzt bin ich auf die großartige Idee gekommen, zurückzukehren. Aber diesmal nicht als Torwart, sondern als Vorstand. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Olli ist erstmal ein entspannter Mensch. Als Torhüter war etwas explosiver, manchmal auch gefährlich, würde ich sagen. Da kommt Olli mit gestrecktem Bein. Wenn man alleine auf Oliver zugelaufen ist, hat man schon gedacht, schnell abspielen oder schnell schießen, weil sonst frisst er mich auf. Ich brauche heute fast nichts mehr vom Torwart. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schizophren an, aber so überemotional oder jetzt laut. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich habe in dieser Welt meine Ziele nicht mehr dadurch erreicht, dass ich jetzt auf den Tisch haue und da rumbrülle. Und im Gegenteil, sondern wer will denn heutzutage noch mit so jemand arbeiten? Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ich komme aus Karlsruhe und als ich 10, 11 Jahre alt gewesen bin und ich stand als einziger mit der FC Bayern München Fahne in Block 1 des Wildparkstadions. Das zeigt schon, dass nicht nur mein Mut damals schon sehr ausgeprägt war, sondern dass Bayern München für mich schon als Kind eine große Faszination auf mich einfach ausgeübt haben. Beim KSC ein Amateur auf der wohl wichtigsten Position einer Fußballelf, der des Torhüters. Oliver Kahn, 18 Jahre alt. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie schlaflose Nächte hätte. Natürlich ist Nervosität da. Es war immer ein Anpassen von Zielen bei mir. Ich hatte auch nicht so dieses Talent, sondern es war immer eigentlich das nächste Ziel, was realistisch war, was ich angegangen habe. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh, das könnte man vielleicht auch mal noch vielleicht zum FC Bayern, warum nicht? Das FC Bayern-Trikot, das wiegt ein paar Kilo mehr, weil die Legenden immer noch bei dir auf der Schulter sitzen. Und dieser Last, das muss man sich auch erstmal befreien. Das braucht viel Wille, aber ich glaube, es ist eine tolle Herausforderung. Der Olli war im positiven Sinne besessen vom Erfolg, besessen von Arbeit. Depression und Burnout und das sind ja alles auch Dinge, die irgendwo zusammenspielen. Ich war einfach erschöpft. Das war Ende der 90er Jahre. Ja, ich glaube, wenn man die eigene Treppe zu Hause nicht mehr hochkommt, ohne dass man oben liegt, erschöpft umfällt, ich glaube, da fängt man sich an, Gedanken zu machen. Und da sieht man auch mal, wo einen das eben dann irgendwann hinbringen kann, dieses immer höher, immer weiter und noch weiter. Und noch mal einen draufsetzen und immer noch nicht zufrieden sein. Wenn man es nicht mehr schafft, diese Regelmäßigkeit zwischen An- und Entspannung hinzubekommen, ist es ein Signal auch vom Körper, hey, hier ist Schluss, hier kann ich nicht mehr. Ja, und es ist eben auch nicht alles machbar. Der Club wurde jetzt 40 Jahre geprägt von Uli Hoeneß, dann später von Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, alles auch ehemalige Fußballer, die den Club zu dem gemacht haben, der er heute ist. Und das ist alles gut, das ist alles wichtig, aber mein Job hier ist es, nach vorne zu schauen und dafür zu sorgen, dass wir auch so erfolgreich in der Zukunft bleiben, denn daran werde ich letztendlich gemessen. Und hoch, hoch.